Ich gehe durch die Welt, um zu mir selbst zurückzukehren, die ich nie dieselbe bin. Der Refrain geleitet mich nach Hause. Und ich werde als der verlorene Sohn begrüßt. Denn, obgleich nicht mehr dieselbe, bin ich doch wiedererkennbar. Durch mein Begehren gesteuert, versuche ich in der Welt das zu erlangen, was ich nicht selber bin, das, was dort draußen ist. Aber es stellt mich nicht zufrieden, die Welt zu berühren. Ich will in ihr sein. Ich will die Welt direkt kennenlernen. Unvermittelt. Roh. Tabus sind wenn ich mir nehmen will, Verbote, was ich begehre, so muss ich es verschlingen. Autorität aufgezwungen. Nur auf diese Weise die besitze Verbote ich es richten wirklich, sich gegen die mächtigsten indem es aufhört, das andere, die unterworfen das Fremde, das Äußere zu sein, Tabus zeigt an, wird es zu meinem dass das Selbst. Ursprüngliche Vergnügen und beides der verbotene Tat ist nicht mehr dasselbe. Tabu ist etwas, das nicht berührt werden darf, denn es betont eine Eigenschaft, die zwei Dingen anhaftet, dem Heiligen und dem Schmutzigen. Es kommt in der Furcht vor dem Kontakt zum Ausdruck. Eine objektivierte Furcht, die noch nicht in Ehrfurcht und Aversion geschieden ist. Die Verletzung eines Tabus macht denjenigen, der es verletzt hat, selbst zum Tabu. Das verletzte Tabu rächt sich selbst. Das Individuum, das das Tabu verletzt hat, birgt in sich die Gefahr, andere zu verführen, seinem Beispiel zu folgen. Es wirkt insofern ansteckend, als Beispiele zur Nachahmung einladen. Darum muss es gemieden werden. Andere Menschen sind zeitweise oder immer tabu, weil sie in einem Zustand sind, der in anderen verbotene Begierden erregt oder zweideutige Konflikte in ihnen weckt. Die Menschen essen und trinken und halten ihre Hände instinktiv vom Feuer fern, aus Angst vor natürlichen, nicht gesetzlichen Strafen, die sich in einer Gewalt gegenüber eben diesen Instinkten äußern. Das Gesetz verbietet nur, wozu die Instinkte den Menschen treiben. Es wäre überflüssig, das gesetzlich zu verbieten, was dem Menschen schon durch die Natur verboten ist. Entsprechend können wir mit Sicherheit annehmen, dass die durch das Gesetz verbotenen Straftaten solche sind, zu denen die Menschen eine natürliche Neigung haben. Die Regulierung durch Tabus beruht in der Tat auf der Furcht vor Versuchungen. Sie haben ihren Ursprung in den primitivsten und zugleich dauerhaftesten menschlichen Trieben. Man ist versucht, das Tabu zu brechen. Man ist versucht, das Tabu zu brechen und man erschrickt, eben weil man das Tabu brechen möchte. Aber die Furcht ist stärker als die Begierde. Ist es undenkbar? Warum treibt man denn einen solchen Aufwand, Gesetze dagegen aufzustellen? Die Enthaltsamkeit vom Zweideutigen erzeugt einige Menschen haben für Abneigung, sich selbst individuelle Tabuverbote errichtet. Zwänge, die intellektuelle Überzeugung die lässt mit der Zeit Verbote nach. Scheinen unmotiviert und selbst wenn der Zwang zur Enthaltung einmal bleibt, aufgestellt, die Beschränkung kann oft nur als Gewohnheit Furcht eingehalten nicht werden. Mit Vernunftgründen es ist überflüssig erklärt von außen mit Strafe aber zu die Abneigung bleibt doch lange eine innere zurück. Sicherheit, ein unbestimmtes Vorgefühl, ein Bewusstseinszustand verhindern das Überschreiten des Verbots. Tabus und Opferhandlungen werden von der Lösung und nicht von der Ausübung zweideutiger Gefühle hergeleitet. Der primitive Mensch ist nicht geheilt. Der Gedanke wird direkt in die Tat umgesetzt. Die Übertretung ist kein Schritt zum Verzicht auf die Unabhängigkeit von der Natur. Sie ist der Gipfel eines Strebens nach Autonomie.